Es hat mich eine unmenschliche Recherchearbeit gekostet. Und währenddessen wurde ich in ein Schaf verwandelt. Aber ich habe nach 3 Stunden Recherchearbeit herausgefunden, wie ich mein erstes. Wie nennt man das? Erstes Schnitzelchen. Das erste Schnitzel meiner Schnitzeljagd bekomme. Nein. Es hat mich 3 Stunden Recherchearbeit gekostet, herauszufinden, wie ich in die Abtei der Wand komme. Und zwar, Astralaria, hat mich, die Fluchtküste, Sprungrätsel, kein Problem, habe ich bereits gemacht, habe ich gesagt, überspringe ich. Aufgehende Sterne, das ist wohl ein Buch in der Abtei Dormant im Lorna Pass. Wir befinden uns bereits im Lorna Pass, und zwar hier auch bei der Abtei Dormant, direkt hier da. Hier. Und man hat, oh, ah, die Punkte hätte ich wegmachen müssen. Auf jeden Fall, vielleicht haben einige gute Beobachter herausgefunden, ich kann mich ja gar nicht in ein Schaf verwandelt haben, weil ich habe eine Waldläufer-Druidenleiste, aber dieser Schar hat eine schwere Rüstung. Haha! Ich bin immer noch ein Silvari. Darum war das auch doppelt so witzig, dass ich gesagt habe, eine unmenschliche Arbeit, weil ich ja ein Silvari bin. Ha! 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 So, zu Ende gelacht. Ich habe herausgefunden, ich muss bei Arkanist Timbal hier, bei dem jungen Herrn, ran und muss erstmal mit dem sprechen. Und ja, ich möchte gerne in der Bibliothek recherchieren. Das ist auch gar nicht so gelogen. Also, ich will ja wirklich recherchieren. Und zwar für mein Schnitzelchen. Also, ich möchte ja meine Schnitzelpalette. Oh ja, ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen. Aber im Vorlesungssaal ist das nicht, oder? Muss ich eigentlich. Ich weiß nämlich, wo die Bibliothek. Oh lol. Das sind. Das ist kein Drache, oder? Tagebuch des Gelehrten. Muss ich eigentlich runter in die Bibliothek? Ich hab. Also, wie man merkt, hab ich super recherchiert. Ich habe nämlich nur geguckt, wie man da hinkommt. Und mehr habe ich nicht getan. Ich muss wahrscheinlich unten in den. Also es gibt, wer die Story nicht gemacht hat. Oh, da ist eine Bibliothek. What? Ja, okay. Also jetzt mal kurz. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Spoiler ist, aber es gibt in der Geschichte, also es gibt in der Living Story, gibt es eine Stelle, wo man in diesen Vorlesungssaal reinkommt. Also das ist, ich glaube, nicht kein großer Spoiler. Ich wusste aber nicht, dass auf der anderen Seite eine Bibliothek ist, oder haben die es vielleicht so gemacht, dass dieser ganze Raum ein Vorlesungssaal ist und es ist jetzt nur, wenn man darüber reinkommt. Ist egal, auf jeden Fall. Welches Buch wollten wir nochmal uns angucken? Scarlets Dornstrauch, kurz und knapp wahrscheinlich nicht. Hier aufgehende Sterne war das, glaube ich, oder? Das war so ein Jotun-Ding, war das? Wir wollten. Dieser Text ist angeblich die Interpretation einer alten Jotun-Schrift, eine poetische Beschreibung mächtiger Kräfte, die sogar die Sterne bewegen können. Terme! Man kann Terme damit be bewegen. Ich glaube, das hört sich verdammt gut an, weil ich glaube, das war das auch, oder? Die Übersetzung erklärt. Ist das mit. Warte mal, ich muss dann ganz kurz nochmal durchlesen, ob das Reimvers ist oder sowas. Dann versuche ich das auch so zu lesen. Nee. Nee, hat, glaube ich, keine Reime. Aber mir ist ein Wort aufgefallen. Die Altdrachen stehen für eine Macht, die weit über ihre körperliche Form hinausgeht. Ihr Erwachen bewegt den Mechanismus von Antikythera, was spürbare Auswirkungen hat. Antikythera, müsste ich mal googeln, ob das ein Eigenname ist. Das Übersetzen schließt. Der Übersetzer schließt, die Jotun seien davon ausgegangen, dass das Erwachen der alten Drachen die Konstellationen verändert.
Ja, warum nicht? Macht Aufzeichnungen. Sehr gut. Damit sind wir auch schon beim Ende. Ihr habt meine super Leseskills gesehen. Ich werde wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ich werde es so machen, dass jeder einzelne Abschnitt ein eigenes Video wird. Also ich will keine Zeitbegrenzung dafür machen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal bei... Wo bist du? Astralaria, da. Wir sehen uns beim nächsten Mal über die Welt nachgrübeln. Grübeln, das ist was, was Tigers besonders gut können. Tigers besonders gut können. Ich wünsche euch allen noch eine flauschige Woche, einen schönen Tag. Das war die allererste Folge, die allererste richtige Folge. Ja, die allererste wirklich richtige Folge von einem Format, das ich vielleicht noch ändern werde. Vom Namen her. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine flauschige Woche, einen schönen Tag und ja, bis dennchen. Tschüss.